Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen OMSI-Projekt. Wir sitzen diesmal nicht im Bus, sondern in der Schwebebahn in Wuppertal. Ja, Busfahren läuft ja so mediocre bei mir. Jetzt probiere ich es mal mit der Straßenbahn. Mit der Straßenbahn, mit der Schwebebahn. Mal schauen, wie das so wird. Wir fahren nach Oberbarmen, haben die Nummer 12 und da hinten ist die historische. Die wäre eigentlich auch geil zum Fahren, aber geht nicht. Die Schwebebahn, warum will ich eigentlich immer Straßenbahn sagen? Ist soweit aufgerüstet, wir müssen eigentlich nur noch vorziehen. Ibis läuft auch. In knapp 3 Minuten sollen wir wegfahren. Beschränkt auf 40. Wird schon seine Richtigkeit haben und ich würde sagen, wir gehen mal nach vorne. Beziehungsweise. Ne? Haben wir es vergessen? Ah ja, ich habe was vergessen. Jetzt geht's nach vorne. So, aber nicht zu schnell hier. So, bis zur Ampel hier. Sehr gut, dann Türen auf. Und was ich jetzt bei der Schwebebahn Hallo. Ziemlich geil finde, ist, wir haben hier tatsächlich einen Tag. Echten Display. Hi. Und können zugucken, was Hallo. So passiert. Gibt sogar eine Ansicht innen. Mega geil. Bezüglich Ansicht innen, mal schauen, das war die hier. Können wir ein bisschen durchschalten. Geht immer weiter nach innen. So. Naja, nicht sehr viel Spannendes zu sehen. So, Oberbarmen, Hammerstein, Bruch, Vorwinkel. Nächste Haltestelle Vorwinkel, ja, das sind wir jetzt gerade eigentlich. Und ja, ich weiß nicht, was das ist, aber die Personen steigen teilweise nicht komplett ein. Das werden wir einfach gekonnt ignorieren. Wir werden einfach unseren Spaß haben. So, wie lange haben wir noch? 2 Minuten. Dann müssen wir noch mal ein bisschen cheaten. 1 Minute. Und warten, dass die Ampel auf grün geht und dann werden wir schon mal düsen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Verspätungen kriegen werden. Mit der Beschränkung von 40. Aber ist schon mega geile Schwebebahn fahren. Muss ich auch mal in echt machen. Steht noch auf meiner Bucketlist, dass ich da mal nach Wuppertal gehe. Und da mal einen kleinen Exkurs mache. So, Ampel. Signal. Wie schaut's aus? Können wir eigentlich währenddessen hier noch ein bisschen rumspielen? Gibt eigentlich eh nicht sehr viel Interessantes. Klima habe ich mir auf das Niedrigste eingestellt. Damit es nicht so laut ist. Okay, Abfahrt. Gut. Wir düsen. Beschleunigt man auf das Maximale. Bruch. Interessanter Haltestellenname. Ist es in Wirklichkeit so, dass die nur 40 fahren? Oh, die Scheiße. Ich hab doch gar nichts gemacht. I guess es ist ein bisschen buggy. Naja. Solange wir unseren Spaß haben. Oh, kein Stau, kein gar nichts. Uns kann nur eine andere Schwebebahn aufhalten. Und bei den Fahrkünsten. Der sieht schon nach dem Haltepunkt aus. Bremsen wir mal hier ein bisschen.
Stehen auch schon einige Leute da. Moin sehen. Oh, wir haben grün. Dann schauen wir, dass wir da hier schnell wegkommen. So, Tür auf. Hallo. Was geht? Einsteigen. Guten Tag, lieber Fahrer. Das ist ein bisschen zu kalt. Was, zu kalt? Klima ist auf 1. Guck mal, 2. Nein, jetzt schalte ich um auf rot. Habe ich ansonsten heizungstechnisch irgendwas zum Einstellen? Nö, ich glaube nicht. Nö, hier auch nicht. Notauslüftung. Ich habe ja nichts zum Einstellen. Das war's eigentlich. Ja, Klima 2. Sonst gehen wir mal auf 3, dann ist halt lauter. Schauen wir, was sie dann sagen. Und wir kriegen jetzt unsere Verspätung. Okay. Tür zu. Abfahrt. So, nächster Halt Hammerstein. Hammerstein. Sehr gut. Ist auch für uns ein bisschen so eine Sightseeing-Tour. Ich glaube, auch wenn du jetzt hier mit dem Bus fährst, sieht es sicher geil aus, wenn dann von oben die Schwebebahn kommt. Kommt sicher noch irgendwann mal in der Zukunft. Aber so Schwebebahn-Simulator mal in der Unreal Engine, in richtig schön, da würde ich jetzt auch nicht nein sagen. So, Signal ist auch grün, sehr gut. Ich frage mich halt wirklich, ob die nicht schneller fahren als 40. Ich meine, der Wagen selber, Tacho geht zumindest bis 60. Wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. So, wir werden da. Bisschen nach vorne. Das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Wow. Volle Beleidigung hier. Hallo. Ich gebe mein Bestes. Es ist mein erstes Mal hier. Da, die steigst schon wieder nicht ein. Na gut, mir egal. Ich habe einen Fahrplan. Ich muss hier fahren. Oh, tschüss. Wie die einfach halt immer noch dastehen. Ah, es sieht schon geil aus. Ja, doch. Sonnenbauer Straße. Oh, die fahrt mal ihre Geschwindigkeit. Plus 0,3 Viertel. Oh, nö. Ladesequenz. So, wir sind wieder drin. Was haben wir hier? Autobahn. Alles klar, gleich mehrfach. Und unsere Haltestelle. Jo, schön sachte abbremsen.
bisschen noch. Södele. Ja, das mit dem Anhalten, das übe ich noch mal ein bisschen. Hallo, Fußfahrer. Moin. War das immer der nett zu mir? Ah, so nicht der Effekt, dass das hier blinkt. Und auch die steigen halt nicht komplett ein. Naja. Ist, wie es ist. Vielleicht ein bisschen zu speziell, das Vehikel hier. Du, Abfahrt. Zoo. Stadion. Von hier erreichen Sie den Wuppertaler Zoo. Och, wer hätte es gedacht? Bei der Haltestelle Zoo, dass man da den Zoo erreichen kann. oh. Das ist ja rot. Warum war der rot? Na toll. Ich bin drüber geschossen. Ja, da hätten wir schon mal einen Fail. Oh, wie sich die in die Kurve reinlegt. Oh, schaut euch das mal an. Es sieht so geil aus. Oh, Haltestelle. Wollte ich nicht verpassen. So, schaut doch gut aus. Tür auf. Wieder alle einsteigen hier. Hi. Kann ja eigentlich die Kamera hier nutzen. Hallo. Und auch. Hallo. Immer alle rein hier. Na? Diesmal sind es alle. Geil. Und grüne Licht. Licht, ja, los geht's. Ja, da ist sogar die reguläre Eisenbahn da oben. Gab's nicht sogar irgendeine Karte, wo du mit der 420er fahren kannst? Ich meinte in der Richtung. Wareswegerstraße. Warum liegt das da unten? Ist das eine Andeutung auf den Unfall, den es mir gegeben hat? Story mit dem Elefanten fand ich ja so geil. Ja, so cool. Richtig schön Kurven reinlegen. Ja, doch. Ja, wieder Ladersequenz. Also mit der Limite von 40 sehe ich es nicht, dass ich meine Verspätung irgendwie wieder einfahre. So, hat man es. Einsteigen bitte. Du auch noch. Mach hin. Lauf der jetzt echt bis nach vorne. Na, wird's noch was? Nö. Gut, dann machen wir Tür zu. Wer nicht will, der hat schon. Weg geht's. Westende.
wie oft wird denn nachladen? Jetzt gerade schon wieder. Wirklich malerisch. Bis auf die Rohre da. Die sind weniger malerisch. Ja, was sein muss, muss sein. Also ich finde das immer total hässlich, wenn da diese fetten Rohre überirdisch hingestellt worden sind. Klar, spart man sich Kosten. Aber ich weiß nicht. Schön ist es nicht. Signal ist auch grün. Also fetzen wir da mal schön weiter. Wir kommen da sogar beim Hauptbahnhof vorbei. Mal sehen, was wir von dem so sehen werden. Doch. Muss man jetzt gleich mal anschauen, wie der Bremshebel eigentlich reagiert. So, Türen auf. Wenn ich... Ah, nee. Der geht nicht auf die... Okay, es ist genau so, wie es man dachte. Alle klar. Was? Technische Störung? Was? Ah, es ist einfach zu leise. Ampel, umschalten. Ich bin zu spät. Sind schon 2,5 Minuten. Dankeschön. Pestalozzi-Straße. Oh, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Eventuell, dass ich da für mich ein bisschen gefahren bin, bin ich da, glaube ich, mit dem Bus ausstehen geblieben. Ich habe mir jetzt auch irren, aber mir kommt der Name so bekannt vor. Ja, wenn die Bushaltestelle in der Nähe ist, dann war es vermutlich da voll. Eine einzige Person. War ein bisschen zu viel gebremst. Zöderi. Einsteigen bitte. Hallo. Schau mal hinten aus. Meine hinten, hallo. Na ja. Sind drauf. Ja, und die Ampel schaltet wieder um. Wäre irgendwie schön, wenn es eine intelligente wäre. Ich glaube kaum, dass es vor mir eine andere Schwebebahn ist. Naja. Dann wird halt alles verspiedet werden. Oh, geil. Grün. Abfahrt. Daumplatz. Was können wir jetzt hier noch machen? Meldungen, Umleitsystem. Ah, ich lasse das lieber. Ach shit. Ach shit, zweimal. Ah, Mann. Jetzt habe ich die Straßenbahn. Wieso sage ich dieses Mal Straßenbahn? Die Schwebebahn nicht gesehen. Und ich bin über Rot.
Aber ich liege vermutlich richtig in der Annahme, dass es einfach keine intelligenten Signale sind, sondern einfach nach Intervall rot-grün schalten. Genauso wie die Ampeln. Nächster Halt. Ja, okay. Ich hätte gern für die Steuerung, das war nämlich echt... Haben Sie das Fahren verlernt? Ja, so teilweise. Ich hätte gern einen Hotkey für die Nullstellung. Ich finde es ein bisschen doof. Warte mal, ich mache mal schnell die Türen auf. Dass, wenn ich in die Bremse gehe... Und da wieder nach vor sagt, dass er nicht in die Nullstellung geht, sondern halt beim Bremsbereich bleibt. Bei der Tram beispielsweise macht er das. Naja. So. Jetzt ist mir egal, ich fahre jetzt über Rot drüber. Ollichs Mühle. Von hier erreichen Sie die IHK und das Finanzamt. IHK? Was ist IHK? Hm. Und in zwei Haltestellen hätten wir dann unseren Hauptbahnhof. Nice. Wenn man sich so die Streckenführung von der Schwebebahn anschaut, muss der Bau echt aufwendig gewesen sein. Hat da alles so über den Fluss drüber. So, schönen guten Tag. So, immer hinten drin. Jo. Gut, haben wir hier mal ein bisschen Luft. Und auch. Immer rein mit euch. Okay, die Kamera ist jetzt gerade ein bisschen blöd platziert. Aber wir sind recht wohl. So, dale. Umschalten bitte. So, auf komplett mehr hier bin ich dann jetzt auch nicht fahren. Das ist dann komplett ignoriert. Hauptbahnhof. Übergang von S-Bahn und Regionalverkehr. Oh, da ist er schon. Das ging schnell. Oh, die ganzen Leute da. Gott sei Dank wollen die nicht mitfahren. Mit noch. Na komm, ein bisschen weiter nach vorne. Ja, nee, der ist mit dem Anhalten, das haben wir noch nicht so intus. Interessante Ansicht. Ist mir gerade was kaputt gegangen? Nee. Okay, ja.
ist was ist. So, an der Stelle, liebe Leute, muss ich mal ganz kurz einen Cut machen. Ich bin gleich wieder bei euch. Und da bin ich auch schon wieder. Raus aus der Pause und wir machen die... Oh nein, oh nein, oh nein, bitte, bitte. Sag mir jetzt nicht, dass die Pause für dich jetzt zu viel war. Nein, komm. Omsi reagiert nicht mehr. Yay. Ach, no. Ja. Ja, ja. Weil Omsi, werde ich jetzt Omsi nochmal starten, werde genau bis zu dieser Haltestelle hier fahren. Und dann machen wir da wieder weiter. Also, kommt nochmal Cut. Mann, ich war doch nur in der Pause. Omsi, was ist mit dir? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin mit der ganzen Bahn nochmal hier bis zum Hauptbahnhof gefahren. Weil man kann hier leider nicht spawnen. Man muss das immer ganz am Anfang machen und dann halt herfahren. Und ja, wir sind momentan wieder in der Zeit. Das ist aber auch nur deswegen, weil ich da einfach mal durchgefahren bin, dass ich halt mal hier ankomme. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich geht, dass man hier on time hier fährt. Gerade mit den Ampeln da. Also wenn sie intelligent wären, dann vermutlich, aber wir schalten einfach nur doof hin und her. Naja, was soll's. Jo. Wir haben Abfahrt. Nice. Los geht's. Und hoffentlich crasht dann diesmal umsinnig nochmal. Hoch auf 45, so. Kluse. Von hier erreichen Sie das Cinemax-Kino und das Schauspielhaus. Schauen wir mal, ob wir das Kino irgendwie erkennen werden. Da ist schon mal die Haltestelle. So ein Kino ist man jetzt gerade nicht in die... die Passagiere sind da oben in der Luft. Das muss vermutlich so sein. Und hier fehlt die Ampel. Oh, nee. Hat er das jetzt nicht sauber geladen? Hi. Guten Tag. Ja. Ey, kann man nicht vorstellen, dass das hier ein Signal hat. Naja, wenn wir es nicht sehen, dann brauche ich auch nicht auf grün warten. So, Abfahrt. Landgericht. Von hier erreichen Sie das Amtsgericht und Wickühler Park. Ah, das ist auch die Stelle, was man da, glaube ich, hier in Transit World sieht, wo man an der Bahn vorbeifährt. Meinte ich. Oh komm, schön rauf auf die 40. Ja, da links haben wir... Ich dachte, ich wäre am Busbahnhof. Da steht einfach nur ein Bus so rum. Und wo ist die Haltestelle? Da vorne. Moin, Kollege. Noch. So passt es doch gut.
und wir haben wieder ein Signal. Sehr nice. Wieder in der Zeit. Mal zumachen. Ja. So, Abfahrt, bevor es wieder rot wird. Nice. Völklinger Straße. Ist die Schwebebahn nicht einmal erweitert worden? Ich hab jetzt. Ja, ich fahr mal wieder über Rot. Das zweite Mal. Ah, nee. Industrie da auf der Seite. Oh, da haben wir grün. Sehr nice. Und Einfahrt in den Bahnhof. Das war zu viel Bremsen. Und schon haben wir die Verspätung. Ach schon, ich wollte jetzt gerade sagen, das zeigt nichts an. Aber im letzten Moment noch rot gekommen. Es ist ein bisschen kurz. Wie schaut der Hintern aus? Er ist drinnen. Und sie steigen halt schon wieder nicht ein. Und versinken dort teilweise sogar im Boden. Ja, um sie halt. Aber die Bahn ist auch brechend voll. So, Abfahrt. Müssten wir aussteigen. Loher Brücke. Von hier erreichen Sie die Junioruni. Die was? Irgendeine Uni, aber das war jetzt ganz komisch ausgesprochen. Ich muss da mal schauen auf der Webdisk oder so. Ob nicht irgendjemand mal einen Mod gemacht hat für den Kaiserwagen. Ich würde es der Community zutrauen, dass sie was in der Richtung gemacht haben. Aber bis jetzt habe ich nur die Official Add-ons ohne irgendwelche Mods, die sie irgendwas von der Webdisk runterladen. Bis auf den 4 GB-Patch da. Das ist jetzt gerade ein bisschen arg schnell reingefahren. Kommt da vorwärts noch ein bisschen nach vor. Ja, das war kein sauberes Anhalten. So, einmal Lucky. Sind wir das so weit weg hier? So, der passt. Schalt um bitte. Jetzt kriege ich noch mehr Verspätung. Wird gleich eine Minute sein. Dankeschön. Adlerbrücke. Übergang zum Museum für Frühindustrialisierung.
Industrialisierung, okay. Klingt noch spannend. Interessanterweise geht es eigentlich ganz gut mit dem Laden bei dem Abschnitt jetzt hier. Jo, breaken. Jetzt irgendwie einen Controller hätte, wo genau das gemappt wäre, dann wäre es irgendwie angenehmer zum Bremsen. Hi. Moin. Ich frage mich gerade, wenn ich mit dem Joystick Universal, Controller Universal Ding vom Raildriver, wenn ich den starte, ob ich da den Raildriver mit OMSI verbinden kann, zumindest. Halt nur für das da. Ich glaube, das müsste eigentlich gehen. Ich glaube, das probiere ich mal. Spätestens, wenn ich dann die Tram fahre. Da wäre es mega praktisch. Tö. Abfahrt. Alter Markt. Von hier erreichen Sie die Barmer Innenstadt. Wenn ich so einfach umsehen? Ja. Nice. Gehen wir mal vorne rein. War in der Vergangenheit nie gut, wenn ich in der Passagierensicht war oder extern. Da ist ein bisschen was los auf der Kreuzung hier. Wir werden da. Sehr gut. Tür auf. Na, keiner? Gut, machen wir wieder zu. Abfahrt, solange es grün ist. Vielleicht schaffe ich es mit maximal einer Minute. Das wäre mein Highlight. Werther Brücke. Ich glaube, die Chancen wären gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich werde dann die Schwebebahn für euch im Video ein bisschen leiser machen. Das Quietschen gerade in den Kurven ist schon ein bisschen dominant. Oh, die nächste Bahnstrecke hier. Tödele, da hätten wir es. So, wir sind da. Ich bin ein bisschen short. Schau mal hinten aus. Ja.
Ich bin lieber nach vorne. Cedre, Minute. Zumachen. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch Wupperfeld und dann wären wir bei der Endstation. Ich bin mir jetzt gerade so unsicher mit dieser Erweiterung. Ich habe mal gelesen, dass irgendwas geplant worden ist in der Richtung. Oder sind wir es wirklich mehr erweitert? Ich kann es gerade echt nicht sagen. Ich muss später mal Wikipedia reingucken. Alles klar. Es muss bestimmt so sein, dass die zwei hintereinander fahren. So, kleines Stückchen noch. Sehr gut. Moin! Wollen schon wieder nicht rein? Ja, steh wieder fleißig an der Tür rum. Ja, dann ist wie es ist. Und tschüss! Wer nicht will, der hat schon. Gee, das ist mehr als eine Minute. Aus dem wurde nichts. Oberbarmen. Diese Linie endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir schauen, ob wir gerade in die Schleife reinfahren können für die Gegenrichtung. Aber die werden wir jetzt heute nicht mehr fahren. Südeli. Da wären wir da. Jetzt sogar die Busse da unten. Sehr nice. Oh, schön mit der Ruhe hier rein. Ach, interessant. Das ist ein Depotaufbau. Wir können es dann gleich mal probieren, auf die andere Seite zu fahren. Ich glaube, in die Abstellung können wir ja nicht reinfahren. Geht es da hinten auch einmal komplett rum? Also Latifi zu vorne? So, sind jetzt alle draußen. Sieht so aus. Jetzt habe ich gar nicht zugeschaut, wie die alle ausgestiegen sind. So, Tür zu. Ampel, wie schaut's aus? Oh, da fährt sogar ein Zug. Sehr geil. Oh ja, geil. Grün. So, dann schauen wir mal, was jetzt hier gleich passiert. Interessant. Fahren wir mal hinten durch, so wie es aussieht. Und sind ein bisschen zu schnell. Nice. Sehr gerne mal die Fahrplanausweitung sehen.
Dürfen wir da in der Schwebebahn eigentlich drin bleiben, wenn die da ihre Kehrtwende machen? Oder muss man da explizit beim Ausstiegspunkt aussteigen? Weil spricht eigentlich vermutlich nichts dagegen, wenn die weiterfährt, dass man einfach drin sitzen bleibt. Ist aber jetzt nur so mein Gedanke. Wenn jemand weiß, ob man da sitzen bleiben darf, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wieder rot hier. War ja klar. So, liebe Leute. Bei euch geht's wieder retour, aber ohne mich. War mal nett, hier auf der Schwebebahn rumzugucken. Mit dem Anhalten, das immer glaube ich nochmal. Und das auf Signale achten ebenso. Ansonsten sehr nette Fahrt. So, jetzt habe ich bei mir die Fahrplanauswertung offen. Das seht ihr jetzt leider nicht im Stream. Da sind wir jetzt tatsächlich bei den letzten Haltestellen, war alles als okay abgestempelt. Mit der Differenz zwischen 18 Sekunden und das höchste war 1 Minute und 30 Sekunden. Geil. Soweit pünktlich. Weitestgehend. Coole Sache. Ja, das war der Ausflug. Oh, da hinten ICE. Ganz schön was los hier. Gehen wir da rein. Ganz schön laut da draußen. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Abenteuer in OMSI. Oder in einem anderen Spiel. Mal schauen. Macht's es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.